Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben in Sri Lankas Hauptstadt Colombo die ersten öffentlichen Gottesdienste seit den verheerenden Anschlägen am Ostersonntag stattgefunden. Vor Kirchen waren schwer bewaffnete Soldaten und andere Sicherheitskräfte postiert, um Eingänge zu bewachen und Besucher zu kontrollieren. In anderen Landesteilen werden bereits seit vergangener Woche Gottesdienste unter strikten Auflagen abgehalten. Als Christen antworten wir nicht mit Terror auf Terrorismus. Wir müssen den Tätern vergeben. Wir müssen für sie beten, damit sie auf den richtigen Pfad kommen, sagte ein Gläubiger. Bei den Attentaten auf 3 katholische Kirchen und 3 Luxushotels in Sri Lanka waren 258 Menschen getötet worden. Hunderte wurden verletzt. Die Miliz Islamischer Staat reklamierte die Anschläge für sich. Sri Lankas Regierung macht eine nationale Islamistengruppe verantwortlich.